Gib mir das Telefon. Du wirst ihn nicht benutzen. Nicht in diesem Haus, nicht in der Gegend. Die Bullen wären in wenigen Sekunden hier. Gib mir das Telefon. Selbst wenn wir irgendwo im Niemandsland wären, würdest du nicht schießen. Selbst wenn es niemand erfahren würde. Du darfst nicht zögern. Das Einzige, was schlimmer ist als Inkompetenz oder Unfreundlichkeit oder Boshaftigkeit, ist nun mal Unentschlossenheit. Du hast was Dummes gemacht und du hast eine Kopfverletzung. Aber wir konnten die Blutung stoppen, dein Zustand ist stabil. Ihr müsst mich ins Krankenhaus bringen. Nein. Doch, ihr müsst mich ins Krankenhaus bringen. Das ist Vicodin von meiner Mutter für ihren Rücken. Nimm nicht mehr als zwei auf einmal, halt es sauber, dann heilt es auf natürliche Weise. Was soll ich nur meinem Dad sagen? Was interessiert es deinen Dad? Ich wohne noch bei ihm. Setz eine Mütze auf. Und übrigens, die behalten wir. Wir packen sie in den Grill. Den was? Den zweiten Grill. Der ist am weitesten vom Haus entfernt. Marc benutzt den nie. Samstagnacht kannst du sie holen. Das ist in 3 Tagen. Ja. Könnt ihr dem verkackten Loch da hinten nicht ein bisschen Zeit zum Verheilen geben? Nein, es muss Samstag sein. Ich mache mit meiner Mom Urlaub und Amanda ist eingewiesen zu so einem Psychotherapie-Ding. Wenn du irgendwem irgendwas davon erzählst oder wenn du deinen Job nicht machst, schick mir die Aufnahme, die online gespeichert ist, an die Polizei. Ich bin raus. Ich bin raus, wenn ihr irgendwas versucht, kommt ihr ins Gefängnis. Tut mir leid, wer? Wer kommt ins Gefängnis? Wir sind nur 2 Minderjährige mit unglaublich teuren Familienanwälten. Mhm. Wenn du hingegen nur ein weiteres juristisches Problem hast, nur ein kleines Drogenvergehen, kriegst du 15 Jahre. Meinst du, er wird das echt tun? Oh ja. Genieß einfach dein Spa-Wochenende. Wir sehen uns, wenn es erledigt ist. Willst du, dass wir, keine Ahnung, uns umarmen? Oder? Nein. Okay.